Wir spielen weiter mit Star Wars Clone Wars, das Spiel zu Episode 2 mit dem Mut der Verzweiflung. Ich bin gespannt, rein geht's. Der Planet heißt Thule. Vor mehreren tausend Jahren war er eine Festung der Sith. Julik kämpfte dort während des Krieges. Dort liegt der Dark Reaper begraben. Ich habe alle Flotten des Sektors nach Thule geschickt. Thule wird von einem Planetarschild geschützt. Die Schildprojektoren auf dem Planeten sind unser erstes Ziel. Anakin greift Thule an und deaktiviert den Schildgenerator. Anschließend attackiert Obi-Wans Geschwader strategische Stellungen auf der Planetenoberfläche. Gleichzeitig rücke ich mit den Bodentruppen vor, zu den Ruinen der Hauptstadt Cassia. Danach landet Anakin mit seinen Einheiten am anderen Ende der Stadt und dringt in den Sith-Tempel ein, um den Reaper zu zerstören, bevor er aktiviert wird. Die Zukunft der Republik hängt von dieser Schlacht ab. Möge die Macht mit uns sein. Yes! Anakin, die Lage ist kritisch. Starke Verbände der Separatisten nähern sich deiner Position. Du musst das Landungsschiff verteidigen, bis unsere Einheiten kampfbereit sind. Wenn es zerstört wird, haben wir nicht genug Feuerkraft, um den Schildgenerator zu vernichten. Alter, das sieht geil aus. Fliegen wir oder fahren wir Panzer? Fliegen oder Panzer? Fliegen oder Panzer? Fliegen oder Panzer? Alter, was geht denn jetzt? Okay, wir sind wieder unterwegs mit dem guten Annie Popenny. Bravo 4. Mehrere feindliche Panzer nähern sich. Sie kommen aus dem Krater. Guck mal, wie cool. Oh, da steppt der sogar raus. Wie geil, Alter. Boah, kann ich da auch hochfahren? Was ist denn, warum ist denn da oben so eine Bossleiste? Kann ich es kaputt machen? Geil, kann ich. Schließe mich euch an, Count Dooku. Oh, ich darf nicht anscheinend. Oh, guck dir mal die Raumschlacht an, ey. Muss ich irgendwas verteidigen oder irgendwas kaputt machen? Oder was denn? So, dann machen wir erstmal ein bisschen hier die Dinger kaputt. Die Geschütztürme und so. Er hat gesagt, Panzer kommen. Meint er die hier? Muss ich einfach Panzer kaputt machen? Ist das mein Auftrag? Wir werden es sehen. Ich glaube, wir nähern uns langsam, aber sicher dem Ende hier. Sieht zumindest so aus, denn mittlerweile kommen hier richtig viele Gegnergehorden. Aber guckt euch mal diese geile Umgebung an, Mann. Boah, der Hammer. Und auch noch mit den Walkern und so. Geil. Ich weiß nur nicht so genau, was ich hier kaputt machen soll. Ich fahre jetzt einfach freundlich und friedlich hin und her. Alle hier alles kaputt, was mir vor die Flinte läuft, ne? Aber irgendwie, was jetzt genau, das weiß ich nicht. Tja, wir haben mehrere Vibokanat-Panzer auf den Sensoren. Sie nähern sich dem Krater. Wenn wir sie nicht zerstören, ist unser Landungsschiff verloren. Alles klar. Jetzt haben wir doch mal einen Auftrag, den wir erledigen müssen. Da kommt noch ein Vibokanat-Panzer. Passen Sie auf. Der Panzer wird von mehreren Spider-Walkern eskortiert. Welcher denn jetzt? Da hinten, okay. Ich sehe schon, ich glaube, das ist der Lebensbalken von unserem kleinen Akklamator hier, oder? Ich glaube, also bis jetzt, ich hab nichts verloren, aber ich mache hier auch alles kaputt. Passiert halt nichts. Ah, ja, doch, jetzt kriegt er Schaden. Jetzt kriegt er Schaden, okay, ist auf jeden Fall die Verteidigung hier. Wir müssen immer die Ferngeschütz-Panzer kaputt machen, die irgendwie so ein bisschen artilleriemäßig draufballern. Okay, da hinten haben wir noch einen. Die rammen sie ja schon gegenseitig, wissen das? Oh, finde ich aber ganz cool, missionsdesigntechnisch, hier einfach mal wieder so eine Verteidigungsmission einbauen, sogar mit wirklich vielen verschiedenen Gegnertruppen, als auch mit vielen, ja, quasi eigenen, ne? Die halt so auf unserer Seite kämpfen. Oh, da kann man... Gute Arbeit, Anakin. Bring unsere Ingenieure jetzt zum Schildgeneratorbunker. Sie sollen ihn für dich öffnen. Okay. Alter, das sieht geil aus, Mann. Die Umgebung sieht geil aus. Der Schildgeneratorbunker ist nördlich von hier. Wir müssen uns beeilen. Oh, habe ich das Fahrzeug gewechselt? Bin ich im Walker? Der Konvoi ist unterwegs. Ey, Leute, ich muss aber eine Sache kurz ausprobieren, Leute, ja? 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 Boah, da kann man durch. Das ist cool gemacht. Hätte ich mal eben machen können. Mit dem Panzer wäre es wahrscheinlich ein bisschen cooler. Aber ey, ist doch geil gemacht. Na gut, jetzt ist hier wieder so eskortieren. Da passiert meistens gar nicht mal so viel, um ehrlich zu sein. Da läuft man viel auch nur so umher. Der hat den richtig weggerammt da vorne. Wir werden mit Vibokanat beschossen. Konvoi 1 aussteigen. Ich wiederhole, aussteigen. Oh, yo, da, oh, geil. Wenn Sie die Vibokanat-Panzer zerstört haben, können Sie sie mit Ihrem Zoom angreifen? Meinem Zoom? Ja, aber der ist doch hier um die Ecke, oder nicht? Ah. Boah, okay, das ist auch wieder cool. Schießt der gerade auf mich? Oh mein Gott. Warten Sie, ich habe das noch nicht gelernt. War nicht in der Walker-Schule. Schnell, mach. Der Konvoi ist unterwegs. Mehrere feindliche Einheiten kommen
uns entgegen. Das ist aber auch hakelig zu steuern. Cool, mit dem hat man ja einen richtig weiten Schuss dann. Ja, ist geil. Kann man hier richtig schön die Gegner wegsnipen. Tatsächlich drücke ich auch wieder gerade nichts außer quasi die Zoom-Taste und schießen. Also es ist wirklich nicht schwierig. Ey, aber von dem Design her wieder, ne? Es sieht halt geil aus. Ich muss sagen, die haben... Ja, die sind gleich weg. Die haben sich wieder was Geiles aus... Die haben sich hier wieder eine geile Umgebung ausgedacht. Das ist cool. Sir, ich habe 3 Spider-Walker auf den Sensoren. Sie schneiden uns den Weg ab. Zerstören Sie sie mit Ihren Vibro-Granaten. Sir, mehrere Kampfpanzer auf 12 Uhr. Ja, so langsam bin ich hier mal ein bisschen überfordert, du. Guck mal, was da alles kommt hier. Wir haben hier am Hügel gewartet, die Gegner. Oh, ging ja sogar. Hallo? Können wir richtig schön irgendwie aus der Ferne mal alles ausschalten, oder? Die können sich nicht mal wehren dagegen. Die können gar nichts machen dagegen. Mit dem Zoom macht es ja sogar noch leichter. Die Walker sind auch recht, recht langweilig tatsächlich zu spielen. Ich weiß auch nicht. Also allzu spannend ist es nicht. Da vorne ist schon mal das Tor. Das sieht doch schon mal richtig aus. Der Konvoi hat den Schildgenerator-Bunker erreicht. Unsere Ingenieure öffnen jetzt die Türen. Wir sind gleich soweit. So, das hauen wir auch nochmal weg. Ja. Sir, Schildenergie des Konvois bei 50%. Ja, wir sind ja auch da, alles cool. Ja, was machen die jetzt? Hallo? Soll das so? Anakin, du musst die 4 Akkumulatoren des Generators zerstören, um den Schild zu deaktivieren. Der eine ist einfach gestorben. Was? Was? Okay, wir müssen hier irgendwelche Generatoren kaputt machen. Jetzt wird's ja ganz komisch wieder. Aber hier muss ich sagen, also da fehlt mir die taktische Vielfalt. Also das ist wirklich, mit dem Walker ist das so unfassbar langweilig, das Gameplay. Man kann halt nicht mal ausweichen. Es geht nicht. Wenn ich nach links lenke, macht er den hier. Was mir nichts bringt. Beim Panzer macht er da halt quasi einen Move, dass er so in die Seite, zu der Seite schwingt. Man kann mit dem nur geradeaus laufen. Das heißt, hier gibt es ja nicht mal irgendwie so eine Art Taktik, dass man irgendwo smart in den Schüssen ausweicht oder so. Das Einzige, was man machen kann, ist halt immer mal wieder das Schild aktivieren. Aber das hält halt kurz und dann ist es weg, ne? Die bouncenden Panzer! Sie kommen! Ah ja, jetzt geht's hier irgendwie tiefer rein. Oh, der Schatten, auch cool. So, dann machen wir die Dinger mal kaputt hier. Ich glaube, wir müssen einfach nur einmal außen rumlaufen. So, das ist der letzte, ich weiß gerade gar nicht. Meister, Phase 1 abgeschlossen. Schutzschild deaktiviert. Wir packen jetzt unser Zeug und verschwinden. Wir sehen uns auf dem Planeten. Ah, ja, das ist cool. Ey, das ist geil. Das sieht auch wieder cool aus. Also geile Welten haben die erschaffen. Obi-Wan, Anakins Einheiten haben den Planetarschild deaktiviert. Jetzt ist es an euch. Die Kommandozentrale der Separatisten muss ganz in eurer Nähe sein. Wenn wir sie zerstören, bricht ihre Kommunikation zusammen. Dann und nur dann können unsere Einheiten in die Hauptstadt vorrücken. Guckt ihr das mal an, auch von der Architektur irgendwie cool. Da ist irgendwie so eine toxische... Ich fühle eine starke Erschütterung der Macht. Ich auch. Anscheinend aktiviert Count Dooku den Dark Reaper. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Sichert die Landezone, damit wir unsere Truppen entladen können. Der Sektor ist gut gesichert. Passt auf euch auf. Verstanden, Meister. Guck mal, hier mit so irgendwelchen toxischen Säulen oder so Sümpfen oder irgendwelchen Stürmen auch. Wow. Ah, wieder mit dem Kanonenboot. Da können wir wieder natürlich den Laserstrahl des Verderbens nutzen, der sowieso alles one-shottet. Und weg damit. Yo, wie viele Ziele? Wie viele Ziele? Ja, wir düsen hier einfach durch. Alles explodiert. Guck dir das mal an. Was ist denn? Das ist doch nicht mehr normal. Alter, Hilfe. Man sieht gar nichts mehr. Also das Kanonenboot ist so gnadenlos overpowered. Das Gebiet ist gesichert. Ihr könnt jetzt landen. Alter, das ist halt geil, Mann. Das will man sehen. Aber wenn man jetzt halt irgendwie richtig dicke Truppen anführen könnte und nicht im Panzer, sondern halt irgendwie zu Fuß. Die Separatisten versorgen die Abwehrsysteme der Kommandozentrale mit diesen Energiekollektoren. Gegen ihre internen Schilde richtet ihr mit dem Kanonenboot nichts aus. Ich schicke euch ein paar Ingenieure, holt sie an der Landezone ab und bringt sie zu den Kollektoren. Ah. Sie erledigen dann den Rest. Ich bin unterwegs. Das finde ich auch wieder ganz cool. Ah, die ATTE ist geil. Abholzone, ja, hol die Ingenieure ab. Ja, das ist, finde ich, cool gestaltet. Obwohl man die Sequenz eigentlich hätte direkt dahinter schneiden können, aber gut. Der kleine Flug tut gut. Behaupte ich. Alles klar, Commander. Wir sind startbereit. Ja. Ach, guck mal, da unten laufen sie das. Also das sieht cool aus.
Das sieht auch cool aus. Also ich gucke mich hier mal so ein bisschen um, ne? Also von der Optik her, ich liebe das, dass sie hier einfach irgendwie versucht haben, irgendwas Neues zu erschaffen. Das finde ich super. Also da kann man dem Spiel auch nicht wirklich was wegnehmen, ne? Die haben hier wieder versucht, geile, coole neue Planeten einzuführen. Ob man die jetzt mag oder nicht, ist erstmal grundlegend egal, würde ich fast sagen. Allein der Versuch ist schon mal cool, ne? Da ist Disney ja beispielsweise leider unfassbar faul und langweilig teilweise. Die immer nur die gleichen Schnee und Gras und Eisplaneten nehmen. Und dann hast du mal vielleicht sowas wie Exegol, aber da kennt man kaum was. Und das, ja... Ach, Mensch. Sowas ist doch dann gleich ein bisschen cooler. Auch wenn es vielleicht ein bisschen übertrieben ist oder so. Aber sieht doch auf den ersten Blick erstmal ganz interessant aus, der Planet, finde ich. Wo genau muss ich denn hin? Muss ich einfach dran vorbei? Ja, ich glaube schon. Alter, guck mal hier, ey. Sieht ja aus wie Tiberium bei Command & Conquer hier unter mir. Und da auch so eine kleine Raffinerie. Wir können erst landen, wenn wir alle Feindverbände neutralisiert haben. Das habe ich mir fast gedacht. Na, vielleicht hätten sie nicht diese lila Projektile bei den Gegnern nehmen sollen. Man sieht mittlerweile halt wirklich gar nichts mehr. Haben wir's? Wir haben's. Sir, es nähern sich zahlreiche feindliche Einheiten. Sie müssen uns Deckung geben, bis wir drinnen sind. Alles klar. Gar kein Problem. Hier, die wurden alle weggelasert. Und die kommen gerade frisch aus der Fabrik, aber werden weggelasert. Die laufen aber auch in Schrittgeschwindigkeit runter, oder was? Wir sind schneller, können sie ja gehen, oder nicht? Bin mal gespannt, ob man hier dann auch wieder einen Bossfight am Ende kriegt. Das war ja bis jetzt häufig mal so. Vielleicht dann gegen Dooku, der dann irgendwie seine Superwaffe verteidigen will, aber als ob Dooku dann auch in so einen Panzer einsteigt. Sir, die internen Schilde sind deaktiviert. Der Weg ist frei. Alles klar, was müssen wir da machen? Müssen wir jetzt noch irgendwie da draufballern? Seid ihr da nicht noch drin? Anscheinend ja nicht, dann ballern wir mal alles, was wir haben. Wir halten hier die Stellung. In der Landezone wartet noch ein Team auf Sie. Alles klar. Ja, hier jetzt auch, ne? Ich bin jetzt hier irgendwie 40 Sekunden lang einfach nur zurückgeflogen. Da ist nichts passiert, nichts. Alles klar, Commander. Wir sind startbereit. Hier ist, glaube ich, die nächste Abwurfzone. Hier müssen wir sie hinbringen. Das habe ich mir doch schon fast gedacht, mein Freund. So, wo müssen die jetzt hin? Und müssen wir die auch wieder verteidigen? Uch, die laufen irgendwie zu zweit ineinander, oder? Ja, feindliche Panzer nähern sich unserer Position. Wir brauchen Feuerschutz. Ich finde es auch witzig, wie die, die haben so ein bisschen so ein Snob-Voice. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Aber die reden so ein bisschen so hochgestochen, oder? Diese Ingenieure, die Kloningenieure. Weißt du, die normalen Soldaten immer so, na klar, haben so einen roughen Unterton. Die so, was, Sir? Wir werden von Panzern angegriffen. Sie müssen diese auch bitte aufhalten, Sir, ja? Okay. Irgendwo witzig. Das Missionsdesign bleibt hier aber komplett gleich wie beim ersten auch schon. Gucken wir mal, wie oft wir das machen müssen insgesamt wohl. Allzu lange sollten sie eigentlich nicht mehr brauchen. Sir, wir haben die internen Schilde deaktiviert und ziehen uns zurück. Nun sind sie dran. Alles klar. Dann lassen wir mal ein bisschen Raketen hageln. Können wir das auch damit kaputt machen? Ja. Sir, wir haben alle Kraftwerke deaktiviert. Nun können sie die Anlage angreifen. Direkt aufs Ziel, alles klar, besser ist es. Wenn man sowas zu oft macht, dann wirkt das irgendwann natürlich auch wie so Spielzeitstreckung. Finde ich gut, dass sie es hier nur zweimal gemacht haben. Ich hatte schon die Befürchtung, die machen es dreimal. Kommandozentrale, kommt da jetzt dann gleich irgendwie so eine Art Boss oder so? So ein super Boss oder ist das hier? Ach, guck mal, man macht diese Arme kaputt, oder? Das finde ich auch wieder cool. Da ist die Anlage, Mist, ich hätte mir immer noch mal Raketen, obwohl da liegen welche. Ist die Anlage hier vielleicht der Quasi-Boss-Gegner? So, ein bisschen was haben wir noch. Aber das finde ich ehrlich gesagt auch wieder ganz cool gestaltet. Also das finde ich ganz geil. Man kann hier in so einem kleinen Canyon durchfliegen. Hat überall Geschütztürme, die auf einem Ball... da sind ja sogar Panzer oben drauf. Hat überall so ein paar kleine Geschütztürme und so. Phase 2 ist abgeschlossen. Ihr könnt jetzt vorrücken. Ausgezeichnete Arbeit, Obi-Wan. Geil. Wir beginnen jetzt mit dem Angriff auf die Hauptstadt. Das ist cool. Mission erfolgreich. Alles klar. Und damit haben wir beim nächsten Mal die dunkle Seite der Macht. Wirklich Count Dooku? Wir werden es wohl sehen beim nächsten Mal. Von daher, erstmal vielen Dank fürs Dabeisein. Bis denn und ciao. Ciao.